Hallo, in diesem Video möchte ich einmal ein wieder längeres Video erzeugen. Und zwar möchte ich hier eine Müllplatzüberdachung zeichnen und einfach wieder, um zu zeigen, wie man mit verschiedensten Funktionen und dergleichen arbeiten kann. Wenn die Dimensionierung oder die Abmessungen vielleicht nicht genau passen, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich möchte das jetzt einfach nur mal frei rauszeichnen und wie gesagt, mir geht es ja immer um die Funktionen. Ich werde dies auch mit Helios, also mit der Zeichnungsverwaltung machen und auch die Arbeitsweise darin wieder ein bisschen näher zu bringen. Davor möchte ich euch jedoch bitten, dass ihr mir bitte fleißig ein Abo dalasst und die Glocke nach oben, die Glocke aktiviert und würde mich freuen, wenn ihr sehr viele Kommentare darunter lässt, wie euch das Video gefallen hat, um einfach in YouTube ein bisschen bekannter zu werden. So, das heißt, ich starte jetzt gleich mit meiner Konstruktion. Das heißt, ich wechsle in den Ribbon Zeichnungsverwaltung und möchte mir hier ein neues Projekt erzeugen. Dieses Projekt werde ich gleich bei mir in meinem Projektordner Webinar ablegen und vergebe meine Projektnummer. Das heißt MÜ für Müllplatz und Müllplatz soll es heißen. Ich kann hier natürlich die Vorbelegungen definieren, was ich jetzt auch gleich machen möchte. So, das heißt, ich habe jetzt mein Projekt erzeugt und möchte hier dann gleich mit meiner Konstruktion starten. Ich vergebe hier noch meine Normbezeichnung und die Dokumentennummer. In dieser Konstruktion im ersten Schritt werde ich jetzt nicht positionieren. Das kann sich natürlich im Nachhinein noch ändern. So, mit OK habe ich hier diese Konstruktion bereits im Helios angelegt. Um es zu zeigen, wechsle ich hier einfach mal ins Helios, aktualisiere meine Vorschau und ich habe hier meinen Müllplatz mit meiner Konstruktion. Jetzt starte ich natürlich als erstes mit meinen bauseitigen Sachen, das heißt, ich wechsle hierher oder in der Grafik und möchte eine neue Baugruppe erzeugen und starte hier mit Bausets. Das heißt, was ich jetzt aufgemessen habe, wird hier dann reingelegt. Ich starte hier mit einer neuen Skizze, das heißt, ich wechsle in den Ribbon Skizze und wähle eine Skizze aus. Gehe gleich in die Draufsicht und kann hier über den neuen Skizzierer gleich meine Linien zeichnen. Das heißt, mit der Leertaste kann ich hier auch gleich einen Wert angeben. Ich möchte hier die 6800 haben und die Höhe oder die Breite in diesem Fall möchte ich hier einfach mit 4 Meter. Mit der Shift-Taste kann ich dann auch diesen Linienzug ohne einen Bezug nehmen. Das heißt, ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, dies ohne ein HCM-Maß zu erzeugen. Wenn ich dies gemacht habe, kann ich natürlich aber auch nachträglich hier einen weiteren Wert abändern. So, jetzt möchte ich hier an erster Stelle dies mit dem allgemeinen Baustoff aus Skizze definieren und möchte hier gleich aus meinem Halbzeug oder Material, ich möchte hier auf ein Halbzeug gehen und wähle hier meinen Beton aus. So. Das soll meine Betonplatte sein. Entschuldigung, ich habe jetzt natürlich mit dem falschen Befehl gestartet. Ich möchte natürlich hier als Umrandung starten. Das heißt Halbzeug. In diesem Fall, weil ich jetzt auf 0 gezeichnet habe und dann stelle ich ein auf minus z. Das heißt, von meiner gezeichneten Skizze wird es nach unten gezeichnet. So, mit OK wird mir mein erstes Bauteil gezeichnet, wird dementsprechend auch benannt. Dies ziehe ich gleich hier in mein Bausatz rein und kann hier natürlich dann jederzeit weiterarbeiten. Ich möchte hier auf der Seite überall
Wände hochziehen. Das heißt, ich wechsle hier wieder in meine Skizze, lege diese hier drauf und kann natürlich hier ganz einfach diese Kante übernehmen und in diesem Fall zum Beispiel hier mit der Funktion starten und wiederum den Beton, möchte hier 200 mm haben und möchte diesen auf diese Richtung aufdicken. Kann natürlich hier jederzeit meine Werte abändern oder in diesem Fall, weil ich es gerade sehe, würde ich hier wahrscheinlich sogar dies nicht mit dieser Funktion nehmen, weil ich hier natürlich eine Schräge haben möchte. Das heißt, ich breche hier einfach trotzdem nochmal ab und möchte dies hier mit dem Offset, den Querschnitt, das heißt 200 möchte ich hier haben und ich möchte hier natürlich auch noch eine Linie übernehmen, hier hinten und hier vorne. Habe hier die Möglichkeiten, diese Innenecken zu schließen. So. Und hier möchte ich das natürlich auch noch haben. Und dann würde ich hier in diesem Fall wiederum also als Querschnitt diesen Befehl nutzen. Und wähle hier wieder mein Halbzeug aus oder kann hier direkt ein Material auswählen, wo ich dann aus meiner Materialtabelle hier dies jederzeit auswählen kann. Gebe hier eine Endhöhe an, das soll 3800 sein und in diesem Fall in Z plus gehen. So, man sieht hier schon, dass ich hier diese Wand nach oben gezogen habe. Ich habe hier im Feature das transparent angehakt. Das kann ich natürlich auch jederzeit wieder rausnehmen, wenn ich das zum Beispiel so wie in diesem Fall bei der Betonwand nicht haben möchte und gehe hier einfach weiter. So, jetzt komme ich wirklich zu den Skizzenfunktionen oder zu den Funktionen, wo ich die entlang skizze. Das heißt, ich gebe hier die Länge meiner Wand an, kann hier dann mit dem Befehl starten, wähle hier wieder meinen Werkstoff aus, in welche Richtung soll dieser angebaut werden oder ich wechsle auf Halbzeug, je nachdem, was einem lieber ist. Ich persönlich arbeite lieber mit dem Halbzeug, weil ich mich dann um die Dicke und dergleichen nicht kümmern muss. Wechsle hier natürlich auch wieder auf Z plus und die Höhe soll hier in diesem Fall einfach auf 500 sein. Mit OK bestätige ich das natürlich wieder und gehe weiter. So, ich wechsle die Darstellung, damit ich die Endpunkte besser fangen kann und gehe einfach nach der Reihe weiter. Die Werte sind eingestellt. Ich möchte hier einen Sprung haben, damit es einfach ein bisschen interessanter aussieht und ich mehr Funktionen in weiterer Hinsicht nutzen muss. Mittlere Maustaste kann ich diesen Befehl wieder beenden und gehe zum nächsten. So, und hier noch einen Sprung auf einen Meter. So, jetzt habe ich hier im Prinzip mein Naturmaß gezeichnet. Ich lege meine Teile alle in die Bausets ab und kann dieses mir jetzt einfach mal im 3D ansehen. Ich habe natürlich jetzt, wie ich gerade sehe, den Haken transparent drinnen gelassen, was mir hier bei Betonteilen eher, sage ich jetzt mal, kontraproduktiv ist. Das heißt, ich möchte dies hier dann rausnehmen. Dies kann natürlich ganz problemlos ohne irgendwelche, also im Feature oder auch über die normalen Schichten natürlich gemacht werden. So, das heißt, ich habe hier meine Wand gezeichnet, kann natürlich hier in verschiedenen Ansichten arbeiten, um das ein bisschen besser oder übersichtlicher zu gestalten. Wenn ich mit verschiedenen Ansichten arbeite, dann ist es bei mir meistens so, dass ich hier die nur aktive Ansicht darstelle und kann hier zwischen den Ansichten relativ einfach herumspringen. Ich möchte natürlich hier noch weiter, wenn dies geschaltet worden ist, eine Phase drauf machen. Das heißt, ich möchte hier noch eine Phase auf die Teile legen, so
einmal hier die Phase, hier und hier. Und ich mache es hier natürlich auch gleich. So, das war jetzt so viel. Das heißt, da müsste ich jetzt die Kanten angeben und nicht mehr die Fläche. Jedoch, dies reicht mir jetzt im ersten Schritt mal, damit ich hier meine Profile und dergleichen konstruieren kann. Ich kann natürlich, wenn ich hier gleich eine fixe Höhe habe, eine Ebene legen. Das heißt, möchte mir hier eine Ebene legen und ich sage jetzt einfach mal, die Oberkante vorne soll oder die Unterkante, wie auch immer, soll auf einem gewissen Maß sein. Das heißt, ich kann hier diese Ebene mittels Drag und Drop ziehen und kann während des Ziehens zum Beispiel mit Relative Return, das heißt, ich drücke R, kann hier mit der Enter-Taste bestätigen und kann sagen, von diesem Punkt ausgehend möchte ich jetzt 0,0 und in Z möchte ich hier auf 2400 mm Höhe gehen. Wenn ich die Enter-Taste drücke, dann ist diese Ebene automatisch hier auf den 2400 mm Höhe. So, wenn ich jetzt natürlich hier ein Profil einbauen möchte, kann ich das jederzeit hier über den Profileinbau. Ich wähle mir hier mein Profilquerschnitt aus. Ich nehme hier einen EBE 140 und natürlich, weil das auf dieser Ebene ist und ich den Skizzierer eingestellt habe, kann ich jetzt noch sagen, okay, ich möchte jetzt die oben, also oben Achse oder unten Achse, je nachdem, ob ich jetzt Oberkante oder Unterkante haben möchte. Für mich ist jetzt einfach die Oberkante wichtig und ich kann hier sagen, zum Beispiel, ich möchte von dieser Kante ausgehend und im Prinzip senkrecht oder waagrecht hier nach in diese Richtung zeigen. Könnte natürlich dasselbe Spiel hier auch noch machen, das heißt, ich brauche natürlich hier hinten auch noch ein Profil und eines würde ich dann in der Mitte natürlich noch brauchen als Abständerung. So, natürlich ist jetzt wichtig, diese Teile kommen für mich intern, das heißt, die möchte ich dann auch in weiterer Hinsicht fertigen und deswegen mache ich mir hier eine Baugruppe, nenne ich jetzt einfach mal Stahlbau und sollen auch eine Strukturbaugruppe sein, da ich sie zum Strukturieren benötige. Ich ziehe diese Teile gleich in den Stahlbau, um für weiterhin dann einfach nichts zu vergessen. Natürlich kann ich jetzt hier die Profile anschneiden und auch auf die Höhe bringen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich die Ansicht wechseln und sehe hier zum Beispiel, dass ich auf der hinteren Seite natürlich auf der gleichen Höhe bin. Ich möchte jetzt natürlich das Gefälle von hinten nach vorne machen, weil es einfach mein Auftraggeber so haben möchte. Und ich kann jetzt da einfach im Prinzip, wenn ich das Maß weiß, kann ich das einfach verschieben oder in diesem Fall möchte ich hier ein absolutes Maß haben. Das heißt, von dieser oberen Kante auf dem Betonbau habe ich jetzt die 2400 und ich möchte hinten die Oberkante vom Träger auf 2800. Das heißt, ich schreibe einfach nur das Maß rein und habe dieses Profil automatisch auf der richtigen Höhe. Ich möchte jetzt natürlich noch in der Mitte ein Profil haben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit H, ich habe einfach in der Grafik H gedrückt und kann hier zum Beispiel Hilfslinien erzeugen. Ich möchte eine vertikale Hilfslinie. Mit der Enter-Taste kann ich hier einen Mittelpunkt zwischen diesem J und diesem J-Punkt haben und habe hier automatisch die Mitte des Profils und kann natürlich hier auch zum Beispiel eine Hilfslinie über zwei Punkte. Ich möchte hier, dass der Punkt von der Kante auf diese Kante, wo ja dann mein Profil aufliegt, hergehen und die so verschieben. Ich kann hier natürlich zum Beispiel sagen, ich möchte dieses Profil über zwei 2D-Punkte kopieren. Ich werde das jetzt im ersten Schritt einfach mal den Mittelpunkt auf diesen Punkt verziehen, bestätige dies und habe hier dieses Profil jetzt an der richtigen, sage jetzt mal, horizontalen Lage. Nur jedoch vertikal müsste ich es jetzt noch nach unten schieben. Das heißt, ich gehe hier einfach, sage, dieser Punkt soll hier auf diesen Schnittpunkt der Hilfslinie verschoben werden und somit habe ich dieses mittlere Profil auch auf die richtige Höhe gebracht, wenn ich hier irgendwas drüber legen möchte.
ich gehe wieder auf die Taste H und möchte hier diese Hilfslinien löschen. So, natürlich habe ich jetzt hier in meiner Axonometrie diese drei Profile an der richtigen Stelle. Ich möchte jetzt diese Profile auch gleich mal an die Länge anpassen. Das heißt, hier auf der rechten Seite sollen die einfach mal um 200 mm drüber stehen. Das heißt, ich wechsle hier, kann natürlich so diese Teile auch mit der Steuerungstaste anwählen, gehe auf eines dieser Profile und möchte sagen anschneiden an Kante, gebe hier als Luftspalt minus 200 mm an und gebe ihm diese Kante. So, somit, wenn ich jetzt in der Draufsicht hergehe, sehe ich, dass diese Profile hier 200 mm drüber stehen. Oder ich kann natürlich hier auch den Luftspalt sagen, zum Beispiel 20 mm, und diese Profile sollen hier an dieser Kante mit 20 mm Luft angeschnitten werden. So, somit habe ich jetzt einfach mal die drei Profile, das heißt meine Dachprofile an die richtige Stelle befördert. Jetzt möchte ich natürlich hier meine Halterungen haben und kann natürlich hier hergehen und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt auf dieser Ebene weiterarbeiten, lege hier meine Ebene drauf und möchte hier diese Profile auch einbauen. So, ich wechsle hier auf ein Hohlprofil. Suche mir hier aus Hohlprofil, Entschuldigung, möchte hier ein quadratisches Hohlprofil haben aus der jeweiligen Norm, möchte hier ein 60-60-3er Formrohr haben und möchte hier dieses senkrecht auf die Bearbeitungsebene einbauen. Und es soll im ersten Schritt einfach mal 2 Meter haben, weil ich ja jetzt noch nicht weiß, wie lange es sein soll, aber die soll dann mit meinen Anschneidenfunktionen genommen werden. Ich gebe hier einfach mal einen Punkt an und sehe natürlich hier gleich, wo ist mein Profil eingebaut und kann dies natürlich auch jederzeit abändern und an die richtige Lage befördern. Ich persönlich werde jetzt einfach auf dem Schwerpunkt gehen, um euch einfach wieder zu zeigen, wie kann ich dieses Profil an die richtige, auf den richtigen Punkt verschieben. So, ich habe hier mein erstes Profil jetzt dann eingebaut. Und dies mache ich natürlich am einfachsten wieder in der Draufsicht, wechsle in die Draufsicht und sehe hier, dass ich das Profil fälschlicherweise auf dem falschen Punkt eingebaut habe. Zum Verschieben gehe ich in die Hidden Line oder in die Glasansicht und wechsle einfach gehe auf das Profil und möchte dies zweidimensional verschieben. So, jetzt habe ich natürlich hier diesen Punkt nicht zur Verfügung. Ich könnte hier mit der Enter-Taste den theoretischen Schnittpunkt annehmen oder ich fahre zum Ende der Linie hin, dort sehe ich den theoretischen Schnittpunkt, wähle die zwei Kanten aus und kann hier dies ganz problemlos auf diesen Punkt her verschieben. Und dieses Profil ist jetzt gleich auf der richtigen Stelle. Dasselbe möchte ich hier nochmal weiter kopieren und möchte das hier an dieser Stelle auch nochmal haben. Somit habe ich dies jetzt hier auch gleich. Natürlich, wenn ich dieses anschaue, dann möchte ich natürlich auch in der Voransicht, dass hier für eine Türe dieses Profil nach unten kommt. Das heißt, ich kann natürlich hier jederzeit dies dann weiterschieben und sage hier einfach, ich möchte dieses Profil an diese Stelle verschieben, aber möchte noch 50 mm Luft haben. Das heißt, ich habe hier dieses Profil an diesen Punkt geschoben. Nächster Schritt wäre natürlich hier dieses nächste Profil für die andere Seite. Ich nehme hier einfach mal diese Kante her, gehe mal die 50 mm zurück und schaue mir das hier in der Draufsicht an. Natürlich kann ich hier wiederum mit den Hilfslinien arbeiten. Ich könnte hier sagen, zum Beispiel möchte ich hier eine Hilfslinie haben und diese Hilfslinie soll zum Beispiel hier auch um die 50 mm verschoben werden. Um auch zu sehen. Natürlich, weil ich vorher diesen Punkt gehabt habe und die 50 mm genommen habe, würde das natürlich auch schon passen. So, das heißt, ich lösche diese Teile dann wieder weg. Was ich jetzt noch natürlich sehe, dass ich hier diese Profile an der Höhe, sprich an der vertikalen Richtung noch ausrichten muss. Ich kann natürlich die jederzeit mit Mehrfachauswahl verschieben.
und ich möchte einfach diesen Achspunkt auf diese Achse lotrecht verschieben. Ich muss natürlich hier beim Verschieben achten, dass ich nicht versehentlich auf einen anderen Punkt komme. Das heißt, hier F steht für Fußlot und dann wird dieses Profil gleich an die richtige Stelle geschoben. Es gibt natürlich da sehr viele Möglichkeiten, wie ich das jetzt machen kann. Wichtig ist für mich jetzt da, dass ich das gleich unterteilen anfange. Das heißt, ich gehe hierher, sage ein Nebenteil und sage in diesem Fall, ich habe eine Dachkonstruktion, welche für mich auch nur eine reine Struktur sein soll, wo die Träger reinkommen. Dann gibt es hier von mir aus noch die Formrohrrahmen, die Formrohre. Wo ich diese Formrohre einfach dann auch wieder reinziehe. Ich sage trotzdem nicht vergessen zu speichern, das heißt, ich speichere die Konstruktion wieder mal ab und kann natürlich jetzt dann wieder weiterarbeiten und möchte hier dann in weiterer Hinsicht natürlich diese zwei Profile mal an die richtige Länge, auf die richtige Länge bringen. Das heißt, ich möchte hier unten einfach mal die 0 haben, das heißt, soll nach unten gezogen werden und ich möchte die, damit ich mich besser auskenne, das würden natürlich die Designvarianten dann automatisch auch noch machen, aber für mich ist am Anfang mal, damit das so ungefähr von den Abmessungen passt, diese Profile natürlich auch drinnen. So, was ich jetzt natürlich noch machen würde, ich würde diese drei Profile gleich mal nach hinten ziehen, sprich nach hinten kopieren, dazu wirklich wieder in die Draufsicht. Hier kann ich natürlich ganz einfach wieder sagen, ich möchte diese drei Profile kopieren und sage hier einfach mal, dass dieser Achspunkt hinten beim Träger auch auf den Fußlot kommt. Und diese werden mir hier natürlich auch sofort nach hinten kopiert. Ich muss natürlich hier noch dieses Profil verschieben, das heißt, ich sage hier in diesem Fall die Außenkante von diesem Profil auf diese Phase und davon auch noch die, also jetzt muss ich sagen plus 25, weil die Phase 25 mm hat, damit ich hier wieder die 50 habe. So, natürlich kann ich hier, oder ist dieses Profil hinten jetzt nicht in der Mitte, kann natürlich hier auch sagen, ich möchte das jetzt verschieben, dass dieser Punkt genau im Mittelpunkt von diesen und diesen J-Punkt ist. Mit Enter-Taste und somit habe ich auch hier auf der hinteren Seite die Profile für die Stützen an die richtige Stelle gebracht. Ich möchte natürlich hier diese Profile auch noch auf die richtige Höhe bringen, das heißt, ich schneide als erstes die untere Seite ab, danach möchte ich noch die obere Seite abschneiden. So, und somit habe ich hier diese zwei Profile richtig abgelenkt und natürlich dasselbe möchte ich hier auch noch schnell machen. So, und da dieses Profil. So, jetzt habe ich schon im Grunde genommen ganz grob die ersten Profile verlegt. Ich müsste natürlich hier dieses Profil auch noch vorne bringen. Das heißt, ich wechsle hier wieder zu den Kopierfunktionen. Und kann natürlich hier auch ganz einfach diesen Punkt zu diesem Punkt nehmen und dieses Profil habe ich hier auch schon dann weiter kopiert. So, das Profil muss natürlich noch abgeschnitten werden. Wie gesagt, das würden die Anschlüsse automatisch auch machen, jedoch möchte ich hier einfach schon mal ein sauberes Bild für mich selbst haben, damit ich dann beim weiteren Arbeiten leichter zurechtkomme. So, jetzt beginne ich hier mit meinen Anschlüssen und wechsle dazu in den Bereich Stahlbau und ich beginne einfach mal mit einer Endplatte. Wechsle hier oder wähle das untere Profil aus und gebe die dazu nötigen Werte ein. So, in diesem Fall oben
möchte ich das jetzt nach rechts also größer machen, also ich sage einfach mal 150 und unten sollen in diesem Fall auch 100 mm sein. Das Blech mit 15 mm ist etwas zu stark, das heißt ich wechsle hier auf ein 8er Blech. Verschraubungen möchte ich hier keine einbauen, weil ich hier in diesem Fall eine dreiseitige Verschraubung haben möchte. Das heißt, Bohrungsraster brauche ich in diesem Fall dann auch keines. Schweißnähte soll umlaufend sein, Futterblech brauche ich keine, Sockel auch nicht und mit OK wird mir hier diese Fußplatte erzeugt. Ich sehe natürlich jetzt auch gleich, dass diese ein bisschen viel zu groß ist, das heißt, ich ändere diese noch ab. Das heißt, rechts werde ich auf die 100 gehen, oder eigentlich müsste 80 auch reichen, und unten reichen sicher die 50. Ich kann natürlich hier diesen gleich auch abspeichern, das heißt, ich möchte hier diesen Favorit abspeichern, Fußplatte, und bestätige dies mit OK. So, diese kleine Kollision, die werde ich dann zum Schluss noch machen. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall diesen Anschluss dann weiter kopieren. Dazu kann ich hier diese Kopierfunktion nutzen und sage hier einfach mal, von dieser soll der Anschluss hierher kommen. So, man sieht hier natürlich, das wäre hier in diesem Fall die, es würde gehen natürlich, aber mir geht es natürlich um die Funktionen. Ich möchte das ja analog wie auf der anderen Seite haben, deswegen gehe ich hierher in den Anschluss wieder, oben und unten, und möchte hier diese Werte einfach abändern, bestätige mit OK und habe im Prinzip hier diesen Anschluss auf die andere Seite abgeändert. Jetzt kann ich natürlich hier diese Funktionen auch gleich weiter kopieren, beziehungsweise diesen Anschluss, um einfach hier Ähnlichkeiten schon der Teile schon herzunehmen, von der Auswahl her, um dies dann in weiterer Hinsicht leichter abzuändern. So, also rechts möchte ich auch die 10 mm haben und hier werde ich dann einfach zwei Bohrungen reintun und im Prinzip mit OK bestätige ich das. Ich könnte hier natürlich dann noch auf der hinteren Seite den Wert kleiner machen. Das kann man natürlich je nach Geschmack derzeit abändern. Wenn ich diesen Anschluss erzeugt habe, kann ich hier mittels der Kopierfunktion dies natürlich ganz einfach auf die anderen Formrohre übernehmen und gegebenenfalls diese auch abändern. So, wie in diesem Fall muss ich das natürlich abändern, weil die Ausrichtung des Profils natürlich hier nicht passt. Und wechsle hier einfach wieder die Seiten. So. Das heißt, dadurch ich hier auch mit diesen Anschlüssen gleich gearbeitet habe, bekommen meine Baugruppen natürlich gleich die Verwendungsart, die richtige dazu. Das ist in weiterer Hinsicht natürlich für die Werkstättenzeichnung wichtig.
Das heißt, ich habe hier in diesem Fall die unteren Anschlüsse alle bereits gemacht. Hinten werde ich einfach eine Konsole drauf bauen auf die Wand. Und jetzt muss ich im Prinzip hier noch meinen oberen Anschluss nehmen, den ich hier einfach einmal einstellen muss. Dazu nehme ich hier diesen Stirnplattenanschluss und wähle hier diese zwei Profile aus. So, und zwar, dann muss ich hier natürlich meine Werte wieder anpassen. 5, 5 sage ich jetzt mal einfach, oben und unten gehen wir auf die ca. 50 wieder. Blech 15 wechsle ich hier auf ein 8er Blech. Möchte ich Steifen haben? Ich möchte hier Steifen haben. So. Und kann hier natürlich dann einstellen, wie die Platzierung sein soll. Das heißt, die erste Steife von der Vorderseite und die zweite Steife. Ich übernehme vorher den Wert, damit ich die Werte alle gleich eingestellt habe und sage hier im Prinzip die Rückseite. Wie soll diese ausgeführt werden, gefasst, was auch immer, das kann ich natürlich einstellen. Bei der Verschraubung stelle ich natürlich auch ein, was ich hier haben möchte. Ich bleibe hier auf M12. Den Bohrungsraster möchte ich hier diesen inneren Abstand, den weiß ich jetzt hier nicht, deswegen greife ich diesen hier über das Distanzabgreifen ab und sage hier in diesem Fall dieses Wurzelmaß vom Träger. Galvanisierung, Schweißnähte, Futterbleche brauche ich natürlich auch nicht und mit OK baue ich das einfach mal ein, damit ich einfach mal sehe, könnte natürlich auch die Vorschau gleich erzeugen, damit ich sehe, was habe ich jetzt hier eingebaut. Ich habe hier von gestern noch einen Versatz drinnen, das heißt, man hat natürlich hier immer die letzten Einstellungen. Diesen Versatz muss ich natürlich hier noch rausnehmen. Das heißt, beim Bohrungsraster habe ich hier einen Versatz, nicht diesen Abstand. So, ich brauche ja natürlich hier Anzahl links, Anzahl rechts. Muss natürlich schauen, ich möchte hier unten oben die Werte haben. Das heißt, hier muss ich den Abstand, innerer Abstand, ich möchte hier horizontal eines, so, da ganz eins. Innerer Abstand werden wir hier dann, also man muss hier einfach nur auf diese Werte gehen, in diesem Fall auf die 60 und hier möchte ich einfach mal die 100 haben und mit der Vorschau kontrolliere ich das jetzt noch, ob das wohl richtig eingestellt ist und sehe, das passt. Die Verschraubung möchte ich hier noch richtigerweise auch umdrehen, damit es auch gleich richtig drinnen ist. Sehe hier die Steifen, die passen auch natürlich. Kann natürlich die Verschraubungsstärke und alles mögliche definieren und mit OK baue ich diesen Anschluss hier ein und dieser Anschluss ist natürlich hier dann bei allen derselbe. Und wiederum ist so, dass diese Teile durch den Anschluss auch gleich die Verwendungsart bekommen haben. Darum brauche ich hier in weiterer Sicht auch dann nicht mehr viel herum künsteln und weiß auch, dass meine Werkstättenzeichnung auch richtig rauskommt. Die Baugruppenstruktur wird durch diese Anschlüsse natürlich auch gleich erzeugt, brauche ich natürlich auch nicht darauf achten und habe hier in diesem Fall diese Anschlüsse sehr schnell erzeugt.
So, in diesem Fall auf der Seite muss ich natürlich den Anschluss auch noch anpassen. Das heißt, ich wechsle in den Anschluss. Schau, im Prinzip geht es hier um die Ansicht, also auf unten. Das heißt, bei der Verschraubung, möchte ich hier vertikal nur eine Verschraubung haben und diese von der Stirnplatte unten möchte ich einen Wert angeben und Abstand vom Bezug ist 20. Im Prinzip schaue ich einfach mal die Vorschau an, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe. Von der Verschraubung her meine ich jetzt. Das heißt, das würde jetzt passen. Ich könnte hier den Wert noch ein bisschen größer setzen, was ich jetzt auch machen werde. Und bei der Stirnplatte oben möchte ich jetzt einfach nur die 10 mm, so wie vorhin auch, haben und gebe hier auf die Favorit speichern. Am Schluss oben. Diesen speichere ich mir gleich ab. Und mit OK bestätige ich hier diesen Anschluss. Und habe hier diesen Anschluss auch gleich fertig. Natürlich habe ich diesen Effekt wahrscheinlich hier auf der hinteren Seite auch noch. Das heißt, hier würde es gehen. Ich möchte hier aber auch denselben Anschluss haben. Das heißt, dazu wechsle ich hier einfach in meinen Dialog und rufe hier diesen Anschluss oben auf und die Werte werden mir hier dementsprechend auch ausgewählt und mit OK habe ich denselben Anschluss wie auf der vorderen Seite. So, das heißt, im Grunde genommen habe ich hier mein Grundgerüst fertig. Jetzt möchte ich natürlich hier dann noch dazwischen Formrohre drinnen haben, das heißt, ich möchte hier einfach auf der vorderen Seite eine Ebene haben und diese Zwischenformrohre, die möchte ich etwas kleiner gestalten. Das heißt, ich wechsle hier einfach in meinen Profilkatalog 30-30-3 und natürlich nicht senkrecht zur Bearbeitungsebene. Ich möchte hier von hier nach hier ein Profil haben. Natürlich brauche ich hier auch noch eine Abständerung. Sehe ich gerade, das werde ich jetzt aber auch einfach nur mal so reintun. Hätte jetzt natürlich darauf wieder achten können, dass ich hier die Einfügepunkte richtig setze und kopiere diese Profile einfach mal hierher oder baue sie im Prinzip ein. Dieses, was ich fälschlicherweise gemacht habe, lösche ich natürlich. So, in der Draufsicht kann ich diese Teile dann natürlich jederzeit abändern. Ich kann natürlich hier, um es vielleicht auch ersichtlicher zu machen, eine neue Schnittansicht machen und möchte hier eine neue Skizze für meine Schnittebene zu erziehen und die soll hier einfach hergemacht werden mit dahinterliegenden Teilen und erzeugt mir hier meine Schnittansicht und habe hier sofort die Schnittansicht und sehe hier nicht die Trägerkonstruktion, weil es mir einfach dann schwerer fällt. Ich wähle hier diese drei Profile aus, sage hier schieben über 2D-Linie, diese Kante auf diese Kante, weil ich es falsch eingebaut habe. Mit OK bestätige ich das und diese Profile sind natürlich gleich auf der richtigen Stelle. Wiederum kann ich hier dieses Profil in die Mitte bringen, das heißt hier wechsle ich einfach von da würde ich jetzt eher sogar die Hilfslinie nehmen und diese in der Mitte setzen von diesem und diesem Punkt und danach nehme ich dieses Profil und kopiere oder verschiebe mir hier dieses lotrecht auf diese Hilfslinie. So, somit habe ich hier dieses Profil richtig, kann jetzt natürlich wieder in meine Axonometrie schauen. Diese Hilfslinie benötige ich jetzt nicht mehr und habe hier auch sofort dieses Profil richtig
platziert. So, natürlich kann ich hier diese Profile auch gleich wieder an die richtige Stelle bringen. Könnte natürlich hier versuchen, ob ich hier mit diesem Anschluss, das werde ich jetzt auch mal gleich machen, machen wir vorher den unteren, haben wir da einen, das ist nämlich den da, möchte ich hier vorher anschneiden, so, den möchte ich natürlich anschneiden. Jetzt habe ich versehentlich einen Punkt genommen, das heißt, dann muss ich einen zweiten Punkt auch angeben. Und jetzt nutze ich die Kopierfunktion, wähle eine Kante aus, sage hier an diesen Anschluss, an dieses Anschlussprofil und kann natürlich hier und da wieder schauen, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht. In diesem Fall sieht man, dass es hier genau verdreht ist wie das. Das hat diesen Effekt, weil die Ausrichtung von diesem Profil hier oben ist und bei diesem Profil ist sie, zeigt der blaue Pfeil an diese Richtung. Das heißt, um das für mich einfacher zu machen, sage ich hier gleich mal, ich möchte dieses Profil nehmen, dasselbe, und ich drehe das einfach mal um die 90 Grad. Ah, Entschuldigung, 90 Grad, ich mache das jetzt nochmal und damit es gleiche Ausrichtung hat wie drüben und sage hier nochmal die 180 Grad. Das heißt, jetzt liegt das identisch da. Im Prinzip kann ich hier dann diesen Befehl nutzen, neue Berechnung plus verbundene Teile, und dadurch die Ausrichtung sich vom Profil geändert hat, ändert sich auch die Ausrichtung vom Blech. Und somit habe ich auch die gleiche Ausrichtung. Kann natürlich hier nochmal versuchen, was hier rauskommen würde, wenn ich diesen Anschluss hier verwende. Also bei mir beim Konstruieren, wenn ich natürlich nicht gleich sofort weiß, was ich haben will, versuche ich einfach mal zu sehen, was jetzt dabei rauskommen würde. Man sieht hier, dass hier eigentlich im Prinzip ein bisschen ein Blödsinn entsteht, weil natürlich hier dieses Profil versetzt ist und alles Mögliche. Kann aber dies natürlich, bevor ich da jetzt lang herum arbeite, kann ich dies natürlich auch jederzeit manuell machen, was ja auch immer wieder mal vorkommt, und das möchte ich natürlich jetzt auch zeigen. Das heißt, ich möchte hier dieses Profil mal an diese Kante anschneiden, damit ich weiß, wo liegt dieses Profil. Ich kann hier dann in weiterer Hinsicht noch ein Profil-Nebenteil erzeugen. Das heißt, ich möchte hier einfach ein Rechteckblech erzeugen. Soll das gekürzt werden? Ich nehme hier einfach trotzdem wieder die 8 mm und sage einfach mal überall 10 mm möchte ich hier Überstand haben und habe hier sofort mein Blech an der richtigen Stelle mit dieser Baugruppe und kann dieses natürlich hier jederzeit weiter bearbeiten. Das heißt, ich möchte hier mal, dass dieses Blech bündig ist, das gebe hier über zwei Punkte und sage, dass dieser Punkt zum Ende des Profils gezogen wird, das heißt bis hierhin. Dasselbe möchte ich natürlich auf der anderen Seite noch haben, das heißt, dieser Punkt soll hierher kommen. Und die seitlichen möchte ich hier über einen Wert ändern, das heißt, ich habe die 10 mm Luft habe ich jetzt. Jetzt möchte ich einfach hier dies über einen Wert und ich sage hier einfach mal 50, also 60 mm links und rechts soll es überstehen. Nochmal die 50 und kann hier dann im Prinzip die Bohrung erzeugen. Das heißt, die Bohrung würde ich hier einfach trotzdem auch, dass man es einfach die Verschraubung manuell mal sieht. Kann hier meine Werte einstellen, Bearbeitungsebene abfragen und ich gebe hier die Ebene hier oben drauf. Achte halt, weil es jetzt so weit weg ist, damit ich hier beim Einstellen nicht zu viel aufpassen muss, wo meine X-Achse ist. Und kann hier einstellen, welche Verschraubung möchte ich haben. Sage jetzt in diesem Fall M10. Da sieht man hier, dass diese Norm für M10 nicht ausgelegt ist. Deswegen bleibe ich hier auf M12. Definiere meine Verschraubung und wähle die zu verschraubenden Teile aus. In diesem Fall ist das jetzt dieses Profil mit diesem Blech, mittlerer Maustaste. Ich kann hier natürlich dann auch einen Raster angeben.
Im Prinzip die Y-Achse weiß ich jetzt wieder nicht. Das heißt, ich kann hier natürlich auch jederzeit den Abstand abgreifen. Das heißt, ich habe jetzt die 40 mm. In der X-Achse möchte ich hier auf die 100 mm wechseln. Einmal mit der linken Maustaste wird mir hier meine Vorschau aktualisiert. Hier kann ich natürlich nicht mit dem Mittelpunkt des Profiles arbeiten. Das heißt, ich kann hier den Einfügepunkt über zwei Punkte wählen und hier sagen, der Mittelpunkt vom Profil. Und ich kann natürlich hier diese Werte auch jederzeit abändern, sprich auch die Normen. Wenn ich hier in diesem Fall drauf komme, dass ich hier entweder eine Beilagscheibe zu wenig drinnen habe oder eine zu große Beilagscheibe, je nachdem, was ich benötige, kann ich hier dies jederzeit auch anhaken und hier auch andere Normen verwenden. Und dies kann hier jederzeit abgeändert werden. So, wenn ich dies hier drinnen habe, kann ich natürlich hier diese nächsten Profile hier auch weiter bearbeiten. Und hier, in diesem Fall, möchte ich diese Profile mal anschneiden an diese Kanten. So. Natürlich habe ich hier auf die Höhe natürlich auch noch nicht geachtet. Das heißt, ich wechsle hier auf die Voransicht und möchte hier einfach diese Profile auch auf die richtige Höhe bekommen und kann hier jederzeit sagen, da möchte ich die minus 50 mm haben. Das zweite Profil natürlich identisch. So, dann möchte ich natürlich auf der oberen Seite, weil ich da eine Blechverkleidung haben möchte, dieselben Profile nochmal haben. Das heißt, ich kopiere dieses Profil an die Oberkante. Muss natürlich noch eine Verschraubung zu den Profilen machen, aber ich habe es zumindest mal an der richtigen Stelle. Ich achte wieder auf meine Struktur, dass diese passt. Das heißt, ich ziehe das hier einfach mal zu den Formrohren rein. Mache das ein bisschen kleiner. Stahlbau, Formrohre. Diese ziehe ich natürlich auch da noch mit rein, damit ich hier schon einmal den richtigen Aufbau habe. Natürlich sind diese jetzt noch zu kurz von der Länge. Dies kann ich wieder mit den Anschlüssen machen oder in diesem Fall, das werde ich mir jetzt noch sparen. Mir geht es da um die weiteren Sachen, wie der weitere Ablauf sein könnte. Könnte natürlich hier noch Windverbände einbauen, was ich jetzt auch noch zeigen möchte. Das heißt, ich möchte hier einen Kreuzverband erzeugen und möchte den hier einfach mal über zwei Punkte. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit mit Kreuzanker oder Kreisscheibe. Hier wird es wahrscheinlich nicht funktionieren so in dem Fall, weil hier natürlich die Abfragen, sprich die Kontrollen im Hintergrund sind. Das heißt, ich möchte hier das jetzt einbauen und sehe hier natürlich gleich, dass dieser Abstand in diesem Fall zu gering ist. Kann natürlich hier die Befestigungspunkte oder die Anschlusspunkte auch noch definieren. Das heißt, man sieht ja hier, der Punkt B und C, möchte das im Prinzip einfach mal auf einen Meter nach innen ziehen, von allen vier Seiten, damit ich hier das schon ein bisschen abändern kann, kann aber jederzeit hier individuelle Werte eingeben, zum Beispiel bei A, bei B möchte ich dann 2500 haben, C möchte ich dann auch die 2500 haben und bei Dora die 500. Somit kann ich diese Werte auch jederzeit abändern. Man sieht hier, weil natürlich da der Punkt jetzt richtig erfüllt worden ist, sprich dieser Winkel groß genug ist, kann ich dies hier natürlich auch einbauen. Meine Profilkombinationen, wiederum, mir geht es um die Funktionen und mit den OK-Button wird mir hier auch dann sofort dieser Anschluss auch eingebaut.
Natürlich, diese Bleche sind zu groß oder sehr groß. Diese kann ich natürlich auch jederzeit abändern. Ich sehe auch gerade, dass ich hier diese ganzen Normteile auch alle abgeschalten habe. Das heißt, ich kann natürlich hier dies auch einstellen. Bei den Halbzeugen, ob ich den Bolzen oder Sicherungsring erstellen möchte. Da geht es um die Darstellung. Natürlich, je mehr Teile dargestellt worden sind, umso größer ist die Datenmenge von den erzeugten Teilen. Jedoch möchte ich das einfach hier zeigen, wie das dann aussehen würde. Jetzt werden mir alle Sicherungsbolzen und alle Sicherungsringe auch mit erzeugt. Man sieht es auch hier, dass der Einbau natürlich jetzt ein bisschen länger gedauert hat. So, das heißt, hier habe ich dieses Teil einfach mal erzeugt. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, diese Türe, die seitlichen Teile, die hinteren, würden natürlich alle gleich sein. Sprich, auch diese Bohrungen würde man hier in diesem Fall bei gewissen, würde es natürlich gehen. Hier würde ich natürlich eventuell schon über den Anschluss die Bohrung machen, aber bei diesen seitlichen, da würde es auch noch gehen. Aber sprich, hier würde ich das wirklich manuell machen. Also ich sage, wenn ich hier meine Bohrungen angebe, weil ich möchte ja nur die drei Bohrungen haben und die haben unterschiedliche Abstände. Das würde ich hier sagen, in diesem Fall nicht über einen Raster, sondern einzeln. Also 30 zum Beispiel. Minus 30, 30 ist vielleicht ein bisschen knapp, aber mir geht es natürlich hier ums Prinzip, das heißt 30 minus 30. Und dieses letzte Loch möchte ich hier dann auch für die Verzinker gleich hier drinnen haben, weil ich hier einfach unterschiedliche Abstände habe. Und das ist aus meiner Sicht hier der einfache Weg. Und dann bei der letzten Bohrung mache ich die Bohrung auch gleich mal ein bisschen größer, damit hier auch der Zink rauslaufen kann. So, das wird hier in diesem Fall dann so aussehen. Wie bekomme ich hier dann die oberen Trapezprofile hinauf? Dazu habe ich ja eine Ebene, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel mal sagen, der Einbau ist ja von dieser Ebene zu dieser Ebene. Somit bin ich auch schon richtig auf der richtigen Stelle. Oder an richtigen Ebene. Ich könnte hier natürlich hergehen und aus meiner Profilbibliothek hier meine Trapezprofile nehmen, oder es gibt auch weiterum hier unter den Katalogteilen gibt es hier Dach und Fassade, raumabschließende Profile, und zum Beispiel möchte ich hier auf die Firma Brucher gehen, so, und hier ein Sandwichpanel drauflegen. So, das heißt, mit OK habe ich hier dieses Profil. Das kann ich hier einfach mal von dem Punkt zu einfach mal mit dieser Länge einbauen. Kann natürlich, so wie jetzt, weil ich diese Ebene eigentlich falsch gelegt habe, kann ich hier noch sagen, okay, ich möchte das jetzt mal drehen, möchte den Einfügepunkt auch anders setzen. Beispiel, und habe hier in diesem Fall dieses Profil gleich mal an der richtigen Stelle. So, dann möchte ich natürlich hier auch noch die Kontrolle haben, das heißt, würde ich hier einfach mal in die Seitenansicht gehen, und man sieht hier, mein Profil ist drinnen und ich habe dies dann richtig auch eingebaut. So, dann wäre natürlich der nächste Schritt, ich müsste dieses Profil weiter kopieren oder vorher verlängern, was auch immer. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall dieses Profil gleich mal die Länge ändern. Aber das soll hier das ganze andere Profil sein. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall einfach mal um 500 mm drüber stehen. Damit ich hinten natürlich auch einen richtigen Überstand habe, sage ich vorher abschneiden. Das heißt, ich möchte hier dieses Profil senkrecht zu dieser Kante ganz bis, damit es gerade abgeschnitten ist, und danach möchte ich hier auch die zum Beispiel 800 mm drüber stehen haben. So, natürlich
werde ich hier trotzdem wieder mal meine Struktur anpassen. Das heißt, Dachkonstruktion, dann möchte ich hier meine Paneele haben, wo die dann natürlich reinkommen. Meine Formrohre habe ich schon. Diese sind derzeit einfach noch lose. Kann natürlich hier auch mit unterschiedlichen Kopierfunktionen arbeiten. Ich möchte hier einfach mal eine andere Kopierfunktion nutzen. Das ist zum Beispiel über die parametrische Wiederholung. Und ich sage hier im Prinzip einfach, ich möchte in diese Richtung kopieren. Möchte hier einen einzelne Abstände so haben. Man sieht es hier auch gleich an der Vorschau. Man muss jetzt natürlich wissen, welches habe ich jetzt genommen. Hier ist die Baubreite. So, und was? 1000. Sehe ich gleich an der Vorschau, wo bin ich hier unterwegs. Dann gebe ich noch die Anzahl. Sage hier in diesem Fall 6. Das letzte muss halt dann noch geschnitten werden. Und habe hier im Prinzip dieses auch gleich abgeändert. Wichtig ist, wenn ich mit diesem Befehl arbeite, komme ich jederzeit wieder rein und kann natürlich hier diese Werte auch jederzeit abändern. So, möchte jetzt natürlich noch anschauen, so wie hier in diesem Fall, dieses Profil möchte ich hier dann abschneiden. Und wie kann ich das machen? Das heißt, ich gehe auf das hier Style, möchte eine Ausnehmung machen und lege die Ebene hier drauf. Sage in diesem Fall Kante übernehmen, möchte diese Kante haben und sage beim Ausnehmen möchte ich diese Seite wegschneiden. Das heißt, hier wurde dieses Profil genau so gerade abgeschnitten. In diesem Fall möchte ich hier dieses wird dann einfach auf der Baustelle geschnitten. Somit habe ich hier diesen Teil einmal produziert. Jetzt kommt es für mich zu den nächsten Schritten. Das heißt, ich möchte hier eine Positionierung machen. Kann ich hier natürlich jetzt noch nicht machen, weil dies für mich jetzt nicht für die Positionierung relevant ist. Das heißt, ich speichere mal die Konstruktion ab. Schließe diese Konstruktion und möchte hier, in diesem Fall habe ich das bei mir so eingestellt, dass ich hier in meiner Ergebnisliste direkt das Positionierungsmodell aktivieren kann. Braucht dazu, weil meine Zeichnungsnummer so eingestellt ist, einen Bauabschnitt. Das heißt SD für Stahlbau, Fertigungsabschnitt ist MB für Müllplatz. Wäre natürlich eine relativ lange Nummer. Dadurch ich aber jetzt alles so für mich eingestellt habe, werde ich hier einfach M und B angeben. So. Das heißt, jetzt kann ich diese Konstruktion wieder öffnen und meine Positionierung oder meine Zeichnungsnummer ist dahingehend so eingestellt, das ist einfach jetzt bei mir meine Konfiguration so, dass hier die Positionsnummer immer die Projektnummer, dann der Bauabschnitt, dann der Fertigungsabschnitt und danach der Positionstext. Das heißt, ich muss hier auch beim Positionieren darauf achten, dass ich hier einen Positionstext generiere. Dazu habe ich hier eine Voreinstellung, welche ich hier einmal zeigen möchte. Das heißt, ich habe hier eingestellt, alle Baugruppen bekommen bei mir vorne ein BG davor und alle Profile bekommen bei mir ein BR und danach die Profilnummer, die Positionsnummer. Mit OK habe ich hier eine Gleichteilsuche erzeugt. Man sieht es auch hier schon. Jetzt beim Speichern wird mir der komplette Artikelstamm und alle Daten an Celis übertragen, damit danach die Verwaltung auch richtig funktioniert. Dies wird mir hier alles übertragen. Ich kann hier einfach mal die Kontrolle machen, damit man sieht, ich habe es hier bei mir unten. Man sieht hier unten wurden alle Artikelstämme hier übertragen mit den Zeichnungsnummern, Positionsnummern, eventuell auch Bemerkungen, Benennungen. Somit weiß ich, dass es hier alles richtig passiert. Der nächste Schritt ist natürlich in weiterer Hinsicht die Stückliste. Das heißt, ich kann hier natürlich jederzeit eine Stückliste erzeugen und habe die Möglichkeit, hier diese
anzuschauen. Das heißt, jetzt werden mir meine Daten in den sogenannten Report Manager von Hikart geschrieben. Der beste Weg ist natürlich hier immer, dies auch an Excel zu übergeben. Das heißt, ich erzeuge mir hier eine Excel-Liste. Diese kann natürlich beliebig erweitert werden oder abgeändert werden. Damit, das ist einfach nur unsere Vorgabeliste, wie das mit den Baugruppen auszusehen hat, wie die Mengenliste ausschauen soll. Hier habe ich eine Profilsummenliste, eine Siegeliste, das heißt, wie sie geschnitten werden müssen, Bleche, Kantbleche haben wir noch keine drinnen, Gitterroste habe ich auch nichts, Gläser nichts, aber Schrauben, das heißt alle Schraubenteile. Geht dann natürlich weiter in die Versandliste, das heißt, wie werden die Teile dann versandt. Und hier eine kurze Versandliste. Es gibt natürlich hier auch noch die Profilstaboptimierung. Das heißt, hier sehe ich, wie der Mann in der Werkstätte die Teile zuschneiden muss, damit diese auf, in diesem Fall auf 6 Meter richtig und optimiert rausbekommt. Und hier wäre dann die Profilbestellung. So, symbolisch möchte ich hier dann noch ein paar Werkstättenzeichnungen zeigen. Das heißt, es gibt natürlich hier wiederum eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ich die Zeichnungen erzeugen lassen kann. Das heißt, unter Zeichnungsverwaltung habe ich hier die Möglichkeit, dies über Teilefilter zu machen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt über den Teilefilter Zeichnungen erzeugen und kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier zum Beispiel Einzelteile Stahlbau, alle E-Profile, wo bist du da? Alle E-Profile, kann hier einfach mal sagen Vorschau. Man sieht, hier hat er 3 gefunden, sag Ausführen. Jetzt sind diese, werden aus diesen 3 von mir erzeugten E-Profilen die Werkstättenzeichnungen erzeugt. Bei mir ist es natürlich so eingestellt, standardmäßig, dass alles auf A4 kommt. Dasselbe wäre natürlich mit dem Blechen, das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte hier schnell von den Stahlblechen Zeichnungen haben. Da habe ich hier 49 Teile, nur da sind halt natürlich die jedes einzelne Teil, was er gefunden hat, da gibt es natürlich nur ein paar wenige Positionsnummern, welche er mir dann auf den Plan legt. So, symbolisch möchte ich hier noch dann natürlich von einer Baugruppe eine Zeichnung machen. Das heißt, ich kann natürlich hier auch auf dem Auto-Button gehen und ich möchte hier einfach, ich habe nur vorher angeklickt, damit ich weiß, welche Nummer das ist, die Nummer 13 von dieser eine Zeichnung haben. Bei den Zusammenbauträgern ist bei mir immer eingestellt, dass diese auf
A2 kommen sollen und der Maßstab soll automatisch angepasst werden. Das kann natürlich, geht in den meisten Fällen, sieht das sehr gut aus. Jedoch kann natürlich bei solchen einfachen Teilen, so wie ich in diesem Fall sehe ich schon, ist ja jetzt bei der Ansichtsgruppe eskalieren auf 2, also er kommt auf 1:5 und da bin ich mir sicher, da wäre wahrscheinlich auch A3 die passende Variante. Ich möchte das jetzt auch zeigen, wie ich das jetzt einfach abändern kann. Das heißt, ich gehe hierher, habe die Möglichkeit in diese Fertigungszeichen zu gehen. Sehe hier und ich möchte einfach einen A3-Plan haben, weil es für mich reicht, kann hier auf die Einstellung abändern gehen und zum Beispiel sagen A3, mit OK wird mir das bestätigt und Heikart versucht jetzt den A3 oder nimmt den A3-Rahmen und wird die Ansichten dahingehend skalieren, damit diese dann auf den A3-Rahmen draufpassen, was in diesem Fall sehr einfach möglich ist.